Was müssen wir tun, um gegen Heidenheim zu gewinnen? Weil was wollen wir jetzt mit dem zweiten Platz anfangen? Da können wir jetzt keinen Pokal auf den Kaminsims stellen. Das interessiert jetzt keinen. Das ist wirklich völlig egal. Es gilt nur, alles dafür zu tun, was müssen wir jetzt machen, um zu gewinnen? Und was ist die Stärke von Heidenheim? Wie können wir die aus dem Spiel nehmen? Was können wir dagegen tun? Welche Angriffe, welche Räume werden frei? Was passt dagegen? Zu analysieren, zu spielen, das ist kein Thema. Das ist der 12. Spieltag. Das ist egal, welche Position du da hast. Das fragt am Ende auch keiner mehr nach. Am 31. Spieltag fragt keiner, wo wart ihr am 12. oder am 13. Spieltag? Das juckt dann auch keinen mehr. Das ist, nach dem Spiel kann man kurz drüber reden, einen Tag. Und dann ist das vorbei.